Mensch, Red Boy steckt fest. Das finde ich ja interessant. Wo stecke ich denn drin fest? Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Planet Crafter. Heute möchte ich mal gucken, was hinter diesen Explosionssachen da ist. Da haben wir ja schon zwei Dinger gefunden. Und wir gucken uns ein Biom an, was uns noch fehlt. Da gibt es bestimmt auch noch Sachen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Schwefel und Iridium. Das haben wir natürlich gleich um die Ecke. Das ist dann gar nicht so schlecht. Können wir die schon ernten? Nein. Ja, Redboy hat nach wie vor so eine schöne Mandelentzündung. Das heißt, mittlerweile ist es keine Mandelentzündung mehr, sondern eine Lungenentzündung. Deshalb möchte ich auch gar nicht so viel reden tatsächlich. Ist ein bisschen unangenehm, aber wir machen heute das Beste draus. Vielleicht wird es mal eine kurze Folge. Mal schauen, was wir hier so rausholen. So. Haben wir noch was zu essen? Haben wir. Können den gerade mal essen. Wir nehmen heute mal ein bisschen was mit. Okay. Schwefel und Iridium. Ich weiß jetzt nicht, was wir für die Iridium-Rakete brauchen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel. Und ich habe natürlich jetzt auch nicht geguckt, was wir für die Wow. Das gucken wir uns gleich an. Ich habe nicht geguckt, was wir für die Explosionssachen brauchen. Ich weiß, wir brauchen auf jeden Fall Zündpulver oder wie das heißt. Ja. Falls heute komische Cuts sind, der Red Boy hustet ordentlich ab oder versucht zumindest ordentlich abzuhusten. Das heißt, ich werde immer mal wieder den Ton rausschneiden. Ja, mega cool. Wir haben hier einen riesengroßen See. Jetzt wäre die Frage. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit das Ding hier noch wächst. Das ist natürlich schade. Weil sonst könnten wir eventuell in der nächsten Folge umziehen. Ich will nämlich hier auf die Oberfläche bauen. Das wäre eigentlich ganz cool. So, jetzt bauen wir erst eine Rakete. Ey, der See da, der ist auch gewachsen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ganz wenig idle da drin gestanden. Hab so ein bisschen die Zeit vergehen lassen. Ah, sehr cool. Ja, es wächst. Cool, cool, cool. Okay, genug Sightseeing. Es wird grün, es wird bunt, es ist schön. Genug Sightseeing. Wir sehen uns gleich beim Iridium sammeln wieder. So, Rakete fliegt. Jetzt wäre es interessant zu sehen, ob die da trotzdem drin landen. Ich weiß gerade gar nicht. Haben wir das bei der letzten Rakete schon mal geguckt? Nee, ich glaube, das letzte Mal, wo wir Raketen geschickt haben, gab es noch gar keine Seen. So, wo kommt ihr denn jetzt runter? Da. Okay, dann fangen wir wohl da hinten an. Oh ja, hier liegt auch was. Weiß ich allerdings nicht. Da kommen wir doch, sind wir reingekommen. Das weiß ich allerdings nicht. Da hinten ist unser Schiff. Wo das Ding eigentlich eingeschlagen ist. Na gut, dann haben wir die Frage auch schon mal beantwortet. Also es kann auch ins Wasser gehen. Sehr cool. Irgendwie ist es hier staubig unter Wasser. Ist hier auch was? Nee, anscheinend nicht. Ja, gut.
Das war jetzt nicht ganz so viel, wie ich erhofft habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil für das, was wir vorhaben, haben wir definitiv genug. Und vielleicht finden wir unterwegs noch was. So, Schwarzpulver. Zündpulver, wie auch immer das hier heißt. Schwarzpulver. Ein bisschen Schwefel habe ich selber. Was brauchen wir denn? Wir brauchen dafür die Leiterplatte. Ah, Kacke. Okay, unser Plan hat sich gerade verflüchtigt. Denn Leiterplatten haben wir noch nicht als Ressource, leider. Ja, Mist. Ich wüsste auch nicht, wo man die freischaltet. Tatsächlich. Oh. Wir sind in der aktuellen Stufe der Seen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass die Seen ausgewachsen sind. Also, dass da nicht, dass sie nicht größer werden. Das könnte sein. Gucken gerade mal hier. Das ist da ganz hin. Ja gut, okay, dann hat sich der Plan schon mal gegessen für heute. Was brauchen wir denn für den Seewassersammler? Den können wir auch bauen. Da können wir noch mehr Wasser abbauen. Okay, dann gucken wir mal für das Biozeugs Pilz und Silizium. Okay, Salzwassersammler. Da ist er. Irgendwie klicke ich immer an dem Ding vorbei. Ich weiß nicht warum. Zack. Und der produziert jetzt weitaus mehr Wasser als das Ding. Das ist nicht schlecht. So. Survival-Paket haben wir schon dabei. Sollten noch einmal Wasser mitnehmen. Ja. Ich bereite mich mal eben vor und dann fliegen wir da hinten hin. So, auf geht's. Es war gerade Nacht, aber wir wissen ja, die Nächte halten hier zum Glück nicht so lange an. Wir müssen nach da hinten. Und zwar ist das direkt daneben, wo wir unser Osmium abbauen. Und genau da ist nämlich das nächste Biom. Wir haben, glaube ich, noch nichts, was die Ressource braucht. Was verwunderlich ist, weil wir haben eine Unmenge an andere Sachen, die schon weitaus bessere Ressourcen brauchen. Ja, das wundert mich so ein bisschen. Aber gut. Ich weiß, also es ist unheimlich viel dazu gekommen, seitdem ich mein Playthrough gespielt habe. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es da tatsächlich schon die Notwendigkeit für die Ressourcen da drüben gab. Da haben wir eigentlich noch nicht so krass was für. Vielleicht müssen wir nochmal gucken in unsere Verbesserungen, ob wir da irgendwas mit den Ressourcen verbessern können. Größerer Sauerstofftank oder die ganzen Sachen. Ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich da so ein bisschen perplex. Ich weiß auch nicht, ob jedes Playthrough anders ist. Großartig. Eigentlich nicht. Weil eigentlich sind die Ressourcen immer an derselben Stelle. Die Map ändert sich nicht großartig. Der Absturzort ist eigentlich auch derselbe. Nur das Schiff kann sich, glaube ich, so ein bisschen variieren, wo es direkt landet. Ansonsten hat sich hier bislang nichts geändert. Das Einzige, was wir halt dieses Mal tatsächlich anders machen als bei meinem eigenen Playthrough, ist, dass wir mit dem Terraforming tatsächlich krasser vorankommen. Ich denke mal, man könnte sich eventuell Challenges stellen hier.
Auch wenn es wirklich extrem krass wäre. Keine Ahnung, so Sachen wie nur Stufe 1 Terraforming-Sachen zu machen. Es würde dann halt einfach nur wirklich ewig lange dauern. Warum haben wir eine neue Mitteilung erhalten? Jetzt, wo wir nicht zu Hause sind. Das ist doch gemein. Warum haben wir nur ein Wasser? Ach. Redboy, was hast du da schon wieder gemacht? So. Eine mysteriöse Kiste. Da waren wir da schon mal dran. Ich weiß es nicht. Wir brauchen Aluminium ohne Ende. Aber tatsächlich schieben wir das noch ein bisschen auf. Wir haben ja heute ein Ziel vor Augen. Ich hoffe, wir finden unterwegs Wasser. Ich weiß, wir haben eine Pulle, aber die wird nicht so lang reichen. So. Ab in die Lava. Sind jetzt hier im Vulkangebiet. Und hier gibt es Iridium. Nicht Uran, Iridium. So, ich weiß gar nicht, ob die Lava wehtut. Ich möchte es auch nicht unbedingt ausprobieren. Jetzt kommt ein Sturm. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Weiß nicht, ob da hinten was ist. Es sieht auf jeden Fall mega schön aus. Also wirklich extrem schön. Da ist eins unserer Ziele. So, sind wir jetzt fertig? Danke. Ich schaff's nicht, gegen diesen Sturm anzuschreien. Schaut euch das an. Ist das bombastisch oder was? Das war echt krass. Wahnsinn. Okay. Die Ressource holen wir uns gleich. Jetzt gehen wir erstmal in dieses Raumschiff. Gucken, was wir hier so finden. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, wo der Eingang ist. Ich weiß auch nicht, waren das zwei? Also es sieht ja aus wie zwei Teile. Huch, jetzt sind wir drin gelandet. Hier scheint kein Eingang zu sein. Dann ist das eventuell nur als Triebwerk gedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier unten meine Butze irgendwo hatte. In meinem eigenen Playthrough. Ich kann mich aber auch dran erinnern, dass ich ziemlich hektisch und panisch da mal hinfliegen musste. Ist doch ein bisschen weit weg war. Vielleicht fliegen wir hier nochmal ein Stück hoch. Eieiei, komm. Was ist denn das los? Was ist denn hier los? Ist das heute die Katastrophenfolge oder was? Da ist der Eingang. Meine Güte. Okay, dann bauen wir unsere Butze gleich wieder auf. Ja, schade, dass das Wasser nicht trinkbar ist, ne? So. Fangen wir mal links an. Wir wollen diesmal nichts vergessen. Da ist eine Tür, die können wir, glaube ich. Da können wir, glaube ich, durch. Ah, da ist eine Treppe. Ah, das brauchen wir nicht. Nee. Aber über die Treppe müssen wir hochkommen. Genau. Ja, ist heute ein bisschen
Unvorbereitet? Ach, ist da was? Den Mikrochip, da müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Ich glaube, hier kriegen wir dann auch Elektronik-Sachen raus. Würde zumindest Sinn machen, ne? Ja, wir sind heute ein bisschen unorganisiert. Wir haben Baumsamen. Weltraumnahrung, davon haben wir nur genug. Ja, unorganisiert ist... kann halt nicht so viel im Moment, ne? Es tut mir wirklich leid. Alter Schwede, ist der Regen laut. Puh. Ist ein Generator. Was haben wir mit Tankkartuschen? Cool. Dann können wir schon mal irgendwas vorantreiben, wofür wir die brauchen. Shankar-Samen. Ich weiß gar nicht, welche das sind. 150, das ist nicht so wichtig. Weiß nicht, warum ich schon wieder raus wollte. Doch, ich weiß, warum ich raus wollte, weil wir brauchen Sauerstoff. Danke, lieber Regen, dass du aufgehört hast. Dann kann meine liebe Rattenborde nämlich auch wieder den Rapboy vernünftig verstehen. So, wir bleiben links. Wir waren ja noch nicht ganz fertig. Ich weiß noch nicht, ob wir rechts gehen, ob wir dann trotzdem hier hochkommen. Wahrscheinlich. Aber ja, genau, da wäre die Treppe. Vielleicht gehen wir da nachher runter. Oh. Die haben wir schon. Falls wir... ja, vielleicht bauen wir den Dekonstruktor und gucken dann mal, was wir da rausholen können. Vielleicht holen wir dann noch die Raumanzüge raus. So, hier waren wir schon drin, ne? Ging's weiter nicht weiter? Dann ist wohl die Treppe wichtig. Baumsamen brauchen wir nicht, den Rest brauchen wir auch nicht. Keine Superchips bis dann. Ich weiß auch gerade nicht, ob das der Weg ist, den wir gegangen wären, wenn wir rechts gekommen wären. Sieht ja so ein bisschen danach aus. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ach. Naja, vielleicht finden wir noch was anderes. So, das müsste ja die Treppe nach oben sein. Die von der rechten Seite. Und Redboy steckt fest. Das finde ich ja interessant. Wo stecke ich denn drin fest? Gut, dann warten wir jetzt, bis wir ersticken. Sammeln dann gleich unseren Kram wieder ein. Ich hoffe, wir kommen in unserer kleinen Butze wieder raus. Wir sind wieder hier rausgekommen. Sehr cool. Also, ich habe das noch nicht wirklich so viel anders erwartet. So, mal gucken. Ist das hier gewesen? Ja, da liegt unsere Kartusche. Unsere Truhe. Dann haben wir rechts auch abgehakt. Oh, hier gibt's noch Stoff. Das können wir nochmal wegpacken. Eisen brauchen wir nicht. 400%. Dann schmeißen wir den nochmal weg.
So. Aber was zu trinken haben wir nicht gefunden, ne? Das Mist. Und Red Boy hat nicht gewartet, bis sein Sauerstoff wieder voll ist. Immer diese Anfänge. Einmal mit Profis zusammen. So, den... Ach so. Haben wir noch Eisen zum Rausschmeißen? Aber das... bringt uns gar nicht so viel weiter. Ja, Mist. Denn... Lass den Kasten hier stehen. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir hier nicht zu viel bauen. So, das ist normal Iridium, ne? Ich glaube... Da... Ich glaube, wir... Also, wir müssten hier Obsidian finden. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob das eventuell... Nee, das sieht hier aus wie... als ob das hier hingehört. Ich hätte gedacht, eventuell kommt das von den Raketen, die wir vorhin gezündet haben. Aber ich glaube nicht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue doch nochmal so eine olle Truhe da. Wieder reinholen. Ich meine, wir sterben jetzt wahrscheinlich sowieso mehrfach, weil der Boy einfach kein Wasser dabei hat. Ja, ich weiß. Okay. Kann ich so machen. Muss ich irgendwas mitnehmen? Wasser wäre nicht schlecht, ne? Puff. Das Gute daran, dass unser Inventar jetzt leer ist, ist es nicht mehr. ist das, wenn wir sterben, brauchen wir unsere Kiste nicht einsammeln. Ah, jetzt ist gar nicht mehr. Mist. Ärgere ich mich gerade da drüber, dass wir unser Inventar voll haben. Ist eine gute Idee, Red Boy. Wir können mal... eine zweite Bude bauen. Red Boy, beende bitte deine Sätze. Und noch zwei Eisen. Weil ich sehe da eine Röhre. Ein Eingang zu einer unterirdischen... Basis. Aha, da hinten müssen wir hin. Und wenn wir jetzt hier eine Bude hinbauen, dann können wir jetzt hier verdursten. Vielleicht ist da unten noch Wasser. So, wir machen mal kurz den hier. Und gehen jetzt hier trotzdem einfach mal rein. Wir haben mal gelernt, es gibt ab und zu mal Wände, die man abbauen kann. Vielleicht ist das hier auch so. Oh! Wir nehmen jetzt mal Eisen mit, damit wir hier eventuell auch eine Kiste reinballern können. Ja, oder auch nicht. Wir sind verdurstet. Jetzt haben wir zumindest wieder halb voll. Jetzt gehen wir nach unten. Wollte ich heute nichts vorlesen? Okay. An diesem neuen Ort ist es etwas wärmer als in meinem letzten Lager. Aber mir ist immer noch extrem kalt. Es ist 2 Tage her, seit mir das Essen ausgegangen ist. Ich vermisse meine Familie. Ich bin so einsam. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich muss bald ausziehen.
Ich habe schreckliche Angst davor, noch einmal nach draußen zu gehen. Es ist so dunkel und so kalt. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Was ist das? Warum kann ich die nicht aufheben? Schade. Können wir hier irgendwas auseinandernehmen? Anscheinend nicht. Aber wir sind hier doch. Oder nicht? Oder doch? Aber wir sind hier direkt an der Lava anscheinend. Cool. 300% ist immer gut. Ja. Achso. Nehm's mal mit, falls wir nochmal ein Lager brauchen. Hier geht's nochmal nach unten. Aber jetzt bin ich ein Gefangener, körperlich gefesselt in meinem Kerker und geistig gefangen in einer Idee. Einer schrecklichen, einer abscheulichen, einer unüberwindlichen Idee. Ich habe nur einen Gedanken, eine Überzeugung, eine Gewissheit, zum Tode verurteilt. Der ist ganz schön depri, der Kerl. Tut mir ja schon so ein bisschen leid. Plesau, haben wir den schon? Das weiß ich nicht. Abbauen können wir hier nichts, gell? Also hier die Tür, das war mir schon klar. Nochmal Wand. Sag mir, hier ist ein Supertyp. Warum mache ich das Ganze, wenn hier nicht mal Supertyps drin sind? Wir brauchen sowieso zwei Titan. Okay. Ja, schade. Haben wir vielleicht schon alle Superchips gefunden? Ich weiß nicht, wer mitgezählt hat. Also ich möchte mal behaupten, dass nicht. Aber es wäre möglich, dass. Sollen wir den mal anprobieren? Wie? Ui. Ich glaube, ich habe meinen neuen Raumanzug gefunden. Ja, sehr cool. Selbst die Handschuhe sind anders. Sehr cool. Ja, wirklich cool. Haben wir genug für... Ja. Für einen neuen... Raum, falls wir ihn brauchen. Hey, hier haben wir Obsidian. Hier haben wir Superlegierung. Also wenn ich nachher dann ohne euch nochmal hierher komme, um die Sachen abzuholen, werde ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen Superlegierung mitnehmen. So, Obsidian, Obsidian, Obsidian. Das war es auch schon, glaube ich. Viel mehr brauchen wir im Moment nicht. Dann nehmen wir noch Superlegierung mit. Dann machen wir jetzt den Rucksack voll, lassen den anderen Raum da hinten voll. Das hole ich dann, wie gesagt, ohne euch ab. Ja, cool. Das hat sich richtig gelohnt. Noch eine Kiste irgendwo vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir alle Superchips schon haben. Also ich habe beim letzten Mal definitiv mehr Superchips einsammeln können, als es Sachen gab. Weil ich hatte dann wirklich Superchips über. Noch zwei Plätze. Wir verdursten sowieso gleich wieder. Da ist noch eine Superlegierung. Und da. Fertig. Okay, dann sehen wir uns gleich in der Basis wieder. Ich glaube, auf der Karte hatten wir das ja schon gesehen. Aber so richtig realisiert hatte ich das nicht. Wir haben hier auch einen See, der sich formt. Bewässerung niedrig. Ja, cool. Das Wasser ist hier viel heller. Ich weiß nicht, ob das was mit der Lichteinstrahlung zu tun hat. Vielleicht, weil es noch nicht so tief ist. Das kann sein, aber hier formt sich oder hat sich auch ein See geformt.
Cool. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist tatsächlich echt krass, wie trostlos die Gegend hier eigentlich vorher war. Schaffen wir das bis nach Hause? Ich hoffe. Und jetzt, wenn wir nach Hause kommen, dann sieht das so richtig schön aus schon. Es ist so blau, der Himmel ist blau, die Planeten sind grün. Wir kommen ja jetzt langsam in dieses Moosalter. Weiß nicht, ob das gerade am Licht liegt oder ob das hier schon die ersten Anzeichen davon sind. Es wird halt ziemlich bald so einen leichten Grünstich geben. Sehr cool. Bums. So. Ah. Okay, Rapper räumt gerade mal sein Inventar auf und dann sehen wir uns gleich. Okay, vielleicht machen wir jetzt noch eine letzte Sache und gucken, was wir hier noch upgraden können. Warum haben wir die noch nicht? Wir haben Schwarzpulver produziert, das ist schon mal gut. Also zwei davon. Haben wir das erledigt. So, Sauerstoff haben wir. Exoskelett haben wir soweit auch. Abbaugeschwindigkeit haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Doch. Wir sind sogar auf Stufe 4. Okay, die haben wir schon. Den Rucksack haben wir auch. Bauplan anheften könnten wir jetzt machen, aber die Methankartusche würde ich mir tatsächlich noch aufheben. Haben wir denn noch? Wir haben keinen Platz mehr drin. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen noch die transportable Karte mit. Aber das bringt uns gar nicht weiter. Jetpack 2 kriegen wir auch hin, ne? Zack, schon sind wir ausgerüstet. Und den müssten wir jetzt auch noch hinkriegen. Wir haben ja noch Osmium. Sehr schön. Den probieren wir auch gleich aus. Den Rucksack haben wir schon. Sauerstofftank haben wir schon. Ich glaube, dann gibt es auch weiter gar nichts Neues. Mikrochip zerlegen. Was braucht man dafür? Zweimal Silizium, zweimal Magnesium. So. An dem hier bin ich nämlich interessiert. Wir brauchen drei Legierungen. Drei.
Hier noch ein bisschen Platz. Können wir das Ding drehen? Der passt hier nicht hin. Schade. Naja, besser getrickst. Ist nicht so schön, wie ich es gedacht hätte. So, jetzt können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Nee. Ah, schade. Dann brauchen wir die anderen Anzüge nicht auch noch holen. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier gebrauchen können? Im Moment nicht. Um den Algengenerator kümmern wir uns tatsächlich beim nächsten Mal. Ja. Gucken gerade nochmal, ob wir hier bald mal was freischalten. Nö. Aber dann wissen wir tatsächlich, was wir beim nächsten Mal machen. Wir schauen. Ah, das schalten wir bald frei. Das ist super. Das ist sogar wirklich sehr, sehr super. Aber dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal machen tatsächlich. Ja, liebe Rattenhorde. Dann vielen Dank, dass ihr mir zur Seite gestanden habt, während ich hier durch meine Heiserkeit durcharbeite. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Redboy3k. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!